Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt in New Holland Versatile oder vielfältig auf Deutsch an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Hermersen Dentone und Miotto Modding. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One, findet ihr in meiner Kategorie Fahrzeuge und dann Großtraktoren. Hier haben wir das gute Stück New Holland Versatile, also vielfältig so auf Deutsch übersetzt. 420 PS Leistung, 400 Liter Diesel, 50 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 200.000 glatt in der Anschaffung, 10.200 im Leasing. Es gibt zwei Config-Blöcke und zwar einmal Design und einmal Reifen-Variante. Design gibt es einmal Value Defueled und einmal Frontgewicht. Genauere Angaben gibt es darüber nicht. Reifenvariante gibt es einmal Standard, einmal Zwillingsbereifung, das in zwei Ausführungen und dann war's das. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an, denn es ist ein ganz schöner Brocken, Halleluja. Wir haben Trelleborg-Bereifung, Twin 422 mit drauf, 710, 45, 22,5 Bereifung. Vorne sowie dementsprechend hinten mit dabei. Wir haben hier New Holland 9682 Versatile, vielfältig von mir aus. Ne, das sieht soweit auch ganz gut aus. Gibt kleinere Unschärfen mit drauf, aber ansonsten eigentlich alles schnicke. Das Frontgewicht vorne, seht ihr hier, kann man durchgehen. Das hat in dem Falle keine Kollision. Hier das New Holland Logo, Arbeitsleuchten nach vorne. Wir haben hier Blinker, eine Rundumleuchte mit dabei. Ihr seht hier, die Kabine hat warum auch immer keine Kollision. Ja, also man kann hier einmal einfach durchgehen. Das könnte man gegebenenfalls noch fixen. Hinten haben wir dann hier noch Blinker nach hinten. Und ist halt ein Schlepper, ne? Also wie die Big Buds und Co., was er ja so kennt, ne? Also nichts mit Dreipunktaufnahme. Hinten noch die Arbeitsleuchten mit dran, Bremslichter, Blinker und das Übliche. Im Innenbereich haben wir einmal Lenkrad, das lässt sich soweit auch mit bewegen. Spiegel sucht man eher vergebens, auch im Außenbereich sehr ersichtlich. Was hier auffällt ist, dass diese Scheiben hier einen extrem Graustich mal wieder haben. Ne, das ist nicht allzu schön, aber und man sieht auch noch hier, ihr seht das Ganze, das ist ein bisschen dunkler als das andere. Ne? Also man sieht halt diese Cuts, nenne ich es einfach mal. Das sieht noch nicht so doll aus. Ansonsten hier innen so die Decke und Anzeigen und Co. So viel ist jetzt hier nicht. Ne? Das ist okay. Hat man hier, sieht man noch ein bisschen Unschärfe und alles. Aber die Spiegel, die fallen am größten ins Auge. Da könnte man nochmal durch, aber ansonsten ist es okay. Aber ran, da könnte man gegebenenfalls noch mal ran. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, was soll ich sagen, Sound kennt man, ist soweit okay, wie gesagt, lieber so, als wie irgendwas komisches, also von daher passt das soweit. Thema Funktionalität, ihr seht, beide Hände sind am Lenkrad, das ist schön, mit dem Beinchen wird dementsprechend auch hier gearbeitet, alles schick, alles gut. Anzeigen vorne sind riesig, auf jeden Fall da, wenn das Lenkrad nicht gerade in der Position ist, wie es beim Geradefahren ist, erkennt man dann auch einmal die Umdrehung und einmal die km/h, das ist soweit auch mit einem LS-Tacho synchronisiert. Blinker werden vorne auch mit angezeigt, schicke Sache, wenn ich das separat Licht anschalte, seht ihr, wird das Licht-Icon auch noch mit beleuchtet. Da es keine Spiegel gibt, wie gesagt, kann man keine Spiegel in dem Fall hier mit bewerten. Jo, gehen wir einmal also in die Nacht rein und schauen wir uns das Ganze hier mit an. Blinker vorne, Blinker oben und Blinker hier oben hinten sind alle mit dabei, reflektieren soweit auch. Die eine kleine süße Rundumleuchte, muss man halt wirklich sagen, die ist auch mit da, die reflektiert auch. Guck mal, wir gehen ein bisschen extra hier am Baum. Ne, das seht ihr, das klappt soweit auch ohne Probleme. Ansonsten gibt es einmal das normale Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht und vorderes, hinteres Arbeitslicht 2. Könnt ihr separat auch noch mit NumPad 5 und NumPad 6 aktivieren und deaktivieren. Den Rest, der läuft über die F-Steuerung. Hube. Ja, soweit auch mit vorhanden. Gibt es Spielereien? Nun, mit der Maussteuerung gedrückt halten, also sprich linke Maustaste gedrückt halten nach oben und unten, könnt ihr hier die Fahrertür öffnen und schließen. Das geht sehr einfach von der Hand und ihr habt dann, sofern ihr die Tür offen habt, hier oben, na, auch noch die Beleuchtung mit da.
Ansonsten ist das Ganze ein Knicker, wie man ja unschwer erkennen kann. Ne? Also sprich, das ist halt beim Fahren minimal anders, aber die, die es gewohnt sind, sind es halt eh gewohnt. Ihr seht, der Auspuff, der rußt ordentlich raus, ne? Also grüne Umweltplakette ist auf jeden Fall mit dabei. 43 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, die wird soweit auch mit eingehalten. Wie gesagt, ansonsten ist das halt ein Schlepper. Das heißt, wir nehmen jetzt mal flugtechnisch gesehen den hier, der funktioniert soweit. Das Ganze zu testen bei den Reifen, auch wenn ihr die Zwillingsbereifung drauf habt, ne? Ihr könnt euch vorstellen, wie ihr auch gerade gesehen habt, da sind Bordsteinkanten eher, naja, schön, dass sie da sind. Ne? Ja, ihr seht, das klappt hier von den Anschlüssen her. Das ist soweit alles kein Problem, aber auch im Umkehrschluss, auch hier zur Demonstration, ne, sollte klar sein, wenn ich jetzt wieder sowas hier dran machen will, ne, das funktioniert natürlich nicht. Jo, bleibt zu guter Letzt der Lok übrig, das ist er und der ist sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssi, Kowski.